Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder der Aldi Online Shop und zwar mit dem Medion Eraser High End Gaming PC Engineer X10 MD34865 für 1499 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Erstmal noch ein paar Sachen vorweg. Es ist so, diese Aktion startet in 3 Tagen. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich in 2 oder 1 Tagen. Das muss dann noch geschnitten werden und so. Ist ja auch egal, nur solange der Vorrat reicht. Es war früher so bei der Grafikkartenkrise, dass die schnell weg waren. Jetzt mittlerweile halten die sich relativ gut. Ich weiß auch gar nicht, was die immer für eine Stückzahl produzieren, aber es scheinen sehr, sehr wenige zu sein. Und dann noch, hier sind einige Komponenten nicht ganz klar. Das muss ich jetzt auch noch so dazu sagen. Es ist halt einfach so, die halten sich da wirklich sehr zurück. Bei dem anderen PC, den ich mir angeschaut habe, der auch deutlich teurer war, stand wirklich alles ins Klitzekleine mit dabei. Da wusste man wirklich genau, was drin ist. Hier hat man wieder eine kleine Überraschungstüte. Man weiß nicht, welcher Prozessorkühler drin ist. Man weiß nicht, welche SSD drin ist. Man weiß nicht, welches Netzteil. Da halten sie sich halt komplett zurück. Man weiß wirklich nicht, was man kriegt. Es ist wie eine Wundertüte. Und ich habe jetzt erstmal so mutmaßlich die Produkte so da reingelegt in den Warenkorb, damit wir zumindest einen Preispunkt haben. Kann sein, dass der dann ein bisschen teurer oder günstiger wird. Aber um den Preis geht es hier auch gar nicht so. Wir schauen uns mal die Produktdetails an. Wir haben hier einen Intel Core i7-12700 Prozessor. Der hat 12 Kerne, 8 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 16 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Sage ich immer wieder in den Videos, aber viele sehen das zum ersten Mal. Die Efficiency Kerne sind dafür da, wenn ihr Multimedia oder so macht, ein bisschen YouTube und so. Und die Performance Kerne sind einfach nur dafür da, die schalten sich zu, sobald ihr dann zockt. Und dann verbraucht ihr auch mehr Leistung und wird auch deutlich wärmer. Deswegen ist das hier mit der Kühlung auch noch so ein Thema. Der hat eine TDP von 65 Watt, beziehungsweise 65 bis 180 Watt kann der sich rein pfeifen und unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist grundsätzlich schon mal ein guter Prozessor. Ich habe den in der K-Variante zum Übertakten. Mit dem könnt ihr aber streamen, mit dem könnt ihr zocken, das ist überhaupt kein Thema, gerade wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Das ist wirklich ein gutes Ding, gar keine Frage. Und er kostet 368,52 € bei Barax. Betriebssystem ist Windows 11 Home. Ja, das ist in Ordnung, dass es mit dabei ist, gerade wegen dem Performance- und Efficiency-Kern. Ist halt auch das aktuellste Betriebssystem, das ist soweit schon okay. Und das kostet 68,90 € bei MySoftware. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3070 LHR. Auch die ist zum Zocken geeignet, zum Stream geeignet. Wunderbar, gerade für WQAD-Gaming. Wollt ihr 4K spielen, braucht ihr auf jeden Fall was Stärkeres, gerade wenn ihr in höheren Textureinstellungen oder so spielt. Wir wissen auch hier nicht, was wir bekommen. Das ist aber ganz oft so. Meistens verbauen sie Zotac. Ben's Hardware hat dazu auch noch ein gutes Video gemacht. Zeige ich euch gleich auch nochmal ganz kurz. Aber alles in allem eine gute Grafikkarte. FPS-Sets findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 589 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB PCI Express SSD. Da wissen wir jetzt leider auch nicht, was wir bekommen. Ich habe einfach mal so ein Mittelding genommen. Wir nehmen jetzt eine Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Kann auch eine langsamere sein. Aber ist sowieso zum Zocken egal. Wenn ihr nicht täglich Daten hin und her kopiert, ist das schon in Ordnung. Und die kostet 81,28 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 RAM mit bis zu 3200 MHz. Da ich im Ben sein Video gesehen habe, dass die da unter anderem auch grünen RAM verbauen, habe ich jetzt auch einfach mal den günstigsten grünen RAM genommen. Er sagt leider nichts zu der Taktung. Wir nehmen jetzt 3200 MHz CL22, es kann noch ein etwas besserer sein, der kostet dann 10 € mehr oder so, macht den Braten jetzt nicht fett. 3200 MHz ist aber noch okay. Man hätte schnelleren nehmen können, aber entspricht halt der Spezifikation von Intel. Von daher passt das schon. Es wird wahrscheinlich auch so sein, dass die einfach 2 Riegel genommen haben. Gut, dann rechnet von mir aus hinterher noch ein 10er drauf. Das macht den Braten jetzt wirklich nicht fett, das ist schon okay. Und der kostet 42,40 € bei Equipper. WLAN und Bluetooth haben wir auch mit dabei. Das ist allerdings nicht direkt auf dem Board, sondern das ist eine zusätzliche Steckkarte und zwar die AX201. Also ich kann das nicht so gut leiden, wenn die so über einen Chip noch zusätzlich mit integriert werden, weil dann werden so Drähte durchs Gehäuse gelegt und mit WLAN und Bluetooth ist immer so ein Thema. Ich habe das lieber, wenn die Antennen wirklich außen sind. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Es ist halt WLAN und Bluetooth. Was soll man dagegen sagen? Ist schon okay. Und die kostet 6,89 € bei Mindfactory. Eine optische USB-Maus und eine Tastatur kriegen wir auch mit dabei. Ich nehme jetzt einfach hier eine von HP für 10 € und eine Tastatur für 19,96 € von Cherry. Das werden wahrscheinlich so eigene Medion-Mäuse-Tastaturen sein. Ist auch nichts Besonderes. Sind jetzt keine super RGB-LED
LED-Gedöns, Mäuse oder Tastaturen. Das ist wirklich das Billigste vom Billigsten. Beleuchtetes Glasdesign von Inwin soll das Gehäuse sein. Es ist das Inwin 301 Backofengehäuse. Lässt von vorne keine Luft rein, höchstens von unten und hinten kann halt rausgeblasen werden. Aber das ist wirklich ein Backofen-Case und ich verstehe immer noch nicht, warum die bei Medion nicht langsam mal auf irgendwelche Meshfronten oder so gehen. Gerade bei einer 3070 um 12.700er Intel ist es halt kacke, wenn man so ein Gehäuse hat, was wirklich komplett geschlossen ist. Dann drosselt sich das auch runter. Ben hat das, wie gesagt, auch getestet. Ihr könnt euch das Video wirklich mal angucken von ihm. Das ist wirklich sehr aufschlussreich. Also ich würde dieses Gehäuse niemals kaufen. Und ich finde es auch mit 100 Euro viel zu teuer. Und das kostet, wie gesagt, 99,90 Euro bei Case King. Optimiertes Kühlsystem. Man sieht hier auf dem Bild einfach so einen blauen Medion Luftkühler. 12.700er mit Luftkühlen geht schon, aber dann braucht man schon sowas wie ein Darkrock 4 oder so. Das ist wirklich nicht so das Gelbe vom Ei. Und ich denke mal, die drosseln auch den Prozessor, dass er eben nicht zu warm wird anhand der TDP. Der kann dann aber auch seine volle Leistung nicht mehr ausschöpfen. Ich habe dafür jetzt einfach mal den Arctic Alpine 17 draufgeknallt. Hat man auch in dem Video von ihm gesehen, die nehmen Top-Blow-Kühler. Ich habe jetzt einfach einen günstigen rausgesucht. Und der kostet 7,94 Euro bei Mindfactory. Software hatten wir eben schon. Eine Testversion für Microsoft 365 schmeißt du runter. Testversion für McAfee LiveSafe braucht ihr auch nicht. Der Windows Defender macht einen Top-Job. Dann habt ihr noch Xbox Game Pass, dreimonatige Testversion, danach kostenpflichtig. Und genau das ist das Problem. Wenn ihr da eure Daten eintragt und vielleicht sogar PayPal oder eine IBAN oder so hinterlegt, buchen die nach der Testversion quasi Geld ab. Würde ich einfach runterschmeißen. Lasst es einfach sein. Oder nutzt den Game Pass zumindest 3 Monate lang und dann müsst ihr ihn auf jeden Fall noch abbestellen, sonst habt ihr da ein Abo und das ist alles kacke. Hier steht auch nochmal kabelgebundene Maus und Tastatur. Das habe ich ja eben schon gezeigt. Netzkabel, das ist klar. Garantiekarte, ja, von mir aus. Und der PC an sich ist auch im Lieferumfang. Was man jetzt hier natürlich auch vermisst, ist das Netzteil. Ich habe jetzt einfach mal so ein 650 Watt von BeQuiet genommen. Kann ich gerade mal schauen. Ja, 600 Watt habe ich genommen. Das ist auch so die Richtung, die sie gehen. Die verbauen meistens Netzteile von Inwin, irgendwelche Bronze-Netzteile. Ich denke mal, die werden dann Inwin 650 Watt oder so drin haben. Gibt es leider bei Geizhals nicht, deswegen nehme ich jetzt das. Und das kostet 76,95 Euro bei Mindfactory. Und auch was das Mainboard angeht, haben wir hier überhaupt keine Daten. Es wird irgend so ein Medion-eigenes OEM-Mainboard sein, Micro-ATX. Es ist halt einfach auch wegen dem Case so. Ich habe jetzt einfach ein günstiges rausgesucht, was zum Prozessor passt. Ein ASRock B660M HDV, kann jedes andere sein. Steht sowieso Medion drauf, kann man so nicht kaufen. Aber man hat es halt auch in dem Video von Ben halt gesehen, dass die solche Mainboards nehmen. Und das kostet 89,99 Euro bei PC-Like, beziehungsweise 94,40 Euro bei Mindfactory. Bei dem hier weiß ich gar nicht, was das für ein Händler ist. Deswegen habe ich es gerade nochmal dabei gesagt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, Tastatur, Maus, CPU-Kühler, Gehäuse, Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1461,63 Euro. Das System soll kosten 1499 Euro. Also abziehen tun soll ich nicht. Kriegt ihr aber bei jedem anderen Hersteller auch oder Systemintegrator. Zum Beispiel Dubaro oder Krotos oder Agando werden irgendwas in der Richtung haben, dass ihr für 1,5 auch eine 3070 kriegt und eben 12.700er. Müsst ihr ein bisschen umkonfigurieren. Ich würde das niemals kaufen. Allein schon wegen diesem grünen RAM. Dann habt ihr keine gescheite Kühlung, gerade auch wegen dem Gehäuse. Der CPU-Kühler wird hier nicht angegeben. Ihr wisst nicht, was ihr für ein Mainboard bekommt. Das ist alles Mist. Es ist unter anderem auch so, dass diese Mainboards meistens überhaupt keine UEFI-BIOS haben, sondern so ein 0815 Standard-BIOS, da könnt ihr überhaupt nichts einstellen. Das ist alles Mist. Lasst es am besten sein. Und ich denke, dieses Fazit, was ich immer bringe bei den Aldi-Dingern, wird sich auch nicht ändern, solange sie auf dieses Gehäuse setzen. Es ist halt einfach Schmutz. Da kommt keine Luft rein, die Hardware erstickt euch. Wie gesagt, ich habe hier auch das Video nochmal von Ben. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Guckt euch das ruhig mal an. Die Dinger sind einfach nur Kacke. Hier vorne ist ein Lüfter drin und der macht halt nichts. Ihr seht es ja, da ist eine Blechfront vor, da passiert halt nichts. Der dreht sich und leuchtet, aber hat halt keinen Effekt. Der hier bläst so ein bisschen raus, von unten kommt gar nichts, ist alles, könnt ihr vergessen. Auch wenn der Preis okay ist, kauft ihn am besten nicht. Lasst euch irgendwo was anderes zusammenstellen, vielleicht auf unserem Server, auf Discord, wenn ihr das möchtet, oder bei Dubaro oder was weiß ich, Krotos macht auch einigermaßen gute Angebote. Da solltet ihr aber vielleicht nochmal bei uns auf den Discord kommen, weil da gucken wir dann auch nochmal drüber. Der hat nämlich auch ein bisschen Mist bei sich im Shop, aber nicht alles. Der hat auch gute Sachen, aber da sind schon einige Ausreißer drin. Ja, und das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.